Was brachte Sie dazu, sich mit Max Weber zu beschäftigen? Ja, ich würde sagen, in der Sinologie ist es fast unmöglich, sich mit Max Weber nicht zu beschäftigen. Es sei denn, nochmal neu. Ja. Ich würde sagen, es ist in der Sinologie fast unmöglich, sich mit Max Weber nicht zu beschäftigen, wenn man sich in ähnlichen Themenfeldern bewegt, in denen ich mich bewegt habe. Also wenn man sich mit chinesischer Geschichte beschäftigt, auch mit chinesischer Geistesgeschichte und Philosophie. Etwas Ähnliches gilt für die Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte. Dieses Buch von Weber, Konfuzianismus und Daoismus, beziehungsweise diese Schrift, ist, das würde ich sagen, der einflussreichste Text überhaupt des 20. Jahrhunderts, was Wirkungen der Literatur außerhalb der Sinologie auf die Sinologie selber betrifft. Mit Sicherheit ist es international der einflussreichste Text gewesen, nicht nur in Deutschland, auch im englischen Sprachraum. Und immer wichtiger wurde sein Einfluss in Japan und schließlich dann auch in China. Also man kommt überhaupt nicht darum herum, sich mit Weber zu beschäftigen. Und mich hat nun insbesondere Weber interessiert als Vertreter eines ganz bestimmten China-Bildes oder eines Paradigmas. In meinem Vortrag habe ich das Substanzparadigma genannt, an dem ich mich selbst nun Zeit meines Sinologenlebens abgearbeitet habe, weil ich dieses Paradigma für nicht nur falsch, sondern auch für verhängnisvoll halte. Denn es suggeriert eine Unvereinbarkeit, also eine elementare Unvereinbarkeit der chinesischen Kultur, wenn ich das mal so allgemein sagen darf. Eigentlich vermeide ich es, so allgemein zu reden, aber weil es sich hier um eine Großtheorie handelt, läuft sie darauf hinaus. Sie suggeriert eine Unvereinbarkeit der chinesischen Kultur eben mit der Moderne, im Sinne, wie ich das hier heute vorgetragen habe. Und daran habe ich mich immer abgearbeitet. Also Weber ist für mich jemand gewesen, der gleichwohl sehr, sehr wichtige Fragen gestellt hat. Und um diese Fragen kommt man nicht herum. Und der mit sehr wesentlichen und wichtigen Kategorien gearbeitet hat, mit denen ich auch arbeiten würde. Zum Beispiel Rationalisierung, Rationalität. Der diese Fragen, die er gestellt hat, aber meines Erachtens falsch beantwortet hat. Und da beginnen dann die Differenzen. Was ich nicht sagen würde, und es gibt auch eine solche Kritik an Weber, und der würde mich explizit nicht anschließen, dass schon die Weberschen Fragen, also die Frage nach Rationalität zum Beispiel, falsch gewesen sind, weil das auf einen puren Ethnozentrismus hinaus liefe. Also dem würde ich mich ausdrücklich nicht anschließen, da würde ich Weber tatsächlich folgen. Aber die Art und Weise, wie er dann diese Fragen für China beantwortet hat, glaube ich, die ist nicht haltbar. Gleichwohl, dieses ganze Raster von Fragestellungen, mit dem er an China herangegangen ist, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Das gilt insbesondere eben auch für die heute diskutierte Frage nach der Subjektivität. Ich habe mich früh mit dieser Frage zu beschäftigen begonnen. Das hat zu tun mit meinem damaligen Sinologiestudium in Frankfurt. Und einmal fragte mich einer meiner philosophischen Lehrer, das war Alfred Schmidt, Vertreter der Frankfurter Schule und großer Marxist, ob es eigentlich einen einzigen relevanten Beitrag des chinesischen Marxismus gäbe zur internationalen marxistischen Diskussion, der wichtig wäre, den man im Auge haben müsste. Dann habe ich überlegt, was das wohl sein kann. Und das war die Zeit nach der Kulturrevolution, damals frühe 70er Jahre. Und da herrschte in China noch dieses
subjektivistische Pathos, ja, vom Kampf des Subjektiven gegen das Objektive und Überwindung des Objektiven durch das Subjektive. Also dieses ganze Subjektivitätspathos, das lag da in der Luft, und das bot eine interessante Abgrenzung zum Sowjetmarxismus, denn dort wurde das als kleinbürgerlich kritisiert. Und die Idee war nun, ob hier in China etwas lebendig noch war, was auch im frühen Marxismus zu finden war, das eben im osteuropäischen Marxismus verschwunden oder unterdrückt worden war. Und dieser Frage wollte ich nachgehen und kam dann von da auf diese Frage der Subjektivität, habe mich aber sehr schnell dann von der Mao- und Volksrepublik China-Thematik verabschiedet und bin zurück in die chinesische Geschichte gegangen, um das weiter zu verfolgen. Und dann war in der Tat mein Eindruck, dass diese Frage der Subjektivität ein Gerüst liefert, um die gesamte chinesische Kulturgeschichte verstehen zu können, auch in ihren ganzen Problemen verstehen zu können. Ja, und dann kommt man automatisch zu einem sozusagen weberischen Programm auch, das ich aber von der ganz anderen Seite dann angegangen bin. Aber immer wieder hat sich das überkreuzt mit Dingen, die sich bei Weber finden. Und das war praktisch die größte Herausforderung, die ich da fand. Und ich hoffe, es ist eine produktive Herausforderung gewesen ist. Welchen Einfluss hatte das Werk Max Webers auf Ihre eigene Forschungsarbeit? Einfluss Webers auf meine eigene Forschungsarbeit ist sicher immens gewesen, das kann ich sagen. Ich habe ihn fast überall irgendwie erwähnt, meistens kritisch, als eine Herausforderung, aber als eine Herausforderung, die man wirklich ernst nehmen muss, weil die wirklich sehr gehaltvoll und sehr substanziell ist. Also man muss sich das mal vorstellen, was das für eine Leistung gewesen ist, damals in den 1910er Jahren ein solches Buch zu schreiben, eine solche Generaltheorie der chinesischen Kultur mit allen Problemen, die damit ja verbunden waren. Und er hat sich ja wirklich auch vergriffen, würde ich sagen. Aber trotzdem, das ist von einem solchen Ideenreichtum dieses Werk und so gespickt mit Pointen und Herausforderungen, dass man noch 100 Jahre danach das immer wieder lesen kann. Und die Sinologie hat ihm ungeheuer viel zu verdanken. Ganze Zweige der Sinologie wären vielleicht auch aus anderen Gründen entstanden, sie sind aber aufgrund dieser Untersuchungen Webers entstanden. Der ganze sozialgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche Zweig der Sinologie, der hat sich ja vorher mehr oder weniger mit diesen klassischen philosophischen Texten beschäftigt, also so eine traditionelle Philologie betrieben. Und jetzt kommt diese ganze sozialwissenschaftliche Dimension hinein. Und das ist ihm sehr stark zu verdanken, auch der französischen Durkheim-Schule, aber Webers Einfluss ist da viel, 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 viel größer. Nun, auch ohne ihn würde man das irgendwann entdeckt haben, aber man muss doch das anerkennen, die Sinologie muss anerkennen, was sie ihm alles verdankt. Worin ich ein großes Problem sehe, das ist diese kontrastive Perspektive. Das ist für mich einer der wundesten Punkte im ganzen Herangehen China, im ganzen Herangehen Webers an China. Er behandelt China im Unterschied zum Beispiel zur europäischen Aufklärung sozusagen nicht auf Augenhöhe und nicht im Sinne einer Ansprache von Kosubjekten, sondern es geht letztlich nur um eine Selbstverständigung des Europäers mit sich selbst, und dazu braucht er in diese Gegenwelt China. Also das ist für mein Empfinden eine problematische Instrumentalisierung einer anderen Kultur, die auch mit einem ziemlichen Automatismus in viele Verkürzungen hineinführt, weil er ja immer dieses Gegenbild will und dadurch die Kontraste viel, viel schärfer macht, als sie eigentlich gemacht werden müssten.
Und er gibt das eigentlich auch ziemlich offen zu, er steht dazu und es gibt auch eine Linie dann der Weber-Verteidigung bei heute und Weberianern, wo man das auch mehr oder weniger so sagt, dass man sagt, ja, er wollte doch nur die eigene Kultur, also die westliche Kultur verstehen und nicht die andere. Aber die Frage ist dann, verliert das Ganze dadurch nicht an Wert, wenn das nur eine Selbstverständigung des Abendländers gilt? Was besagt es dann überhaupt noch über China? Und da liegt ein großes methodisches Problem. Und ich glaube nicht, dass dieses Problem wirklich im Gegenwarts-Weberianismus richtig angegangen wird. Ich habe mich damit in einem längeren Artikel beschäftigt, der demnächst erscheinen wird. Dann noch eine andere Frage zur Aktualität Webers. Was macht ihn heute noch aktuell? Also diese Art von Methodik macht ihn sicher aktuell, aber in einem problematischen Sinne. Auch natürlich der Anspruch der Wertfreiheit, der Wertungsfreiheit. Tatsächlich wird in diesem Buch auf jeder Seite gewertet. Und dazu bekennt er sich aber nicht. Was macht ihn aktuell? Es geht von diesem Buch in Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der ostasiatischen Geschichte und insbesondere Geschichte der Volksrepublik China natürlich eine große Herausforderung aus. Ein Kollege von mir, Thomas Fröhlich, hat in einem Artikel vor einem Jahr praktisch rhetorisch die Frage gestellt, er hat es dann selber verworfen, aber als Idee steht das im Raum, ob vielleicht die Form des Kapitalismus, die sich in Ostasien herausgebildet hat und von der Weber meinte, das hätte alles gar nicht passieren können, nur in Nachahmung des Westens, ob das vielleicht genau dieser Weberschen Dystopie entspricht, die er da beschwört. Dass er sagt, Fachmenschen ohne Geist und so etwas und eiserner stahlhartes Gehäuse, passt das vielleicht auf das heutige China? Also hatte Weber in einer anderen Weise recht, als er meinte. Max Weber gilt als Klassiker. Was macht sein Werk heute noch aktuell? Ja, noch zur Aktualität Webers. Ich möchte auf eine Paradoxie verweisen in diesem Zusammenhang. Es gibt ja eine Diskussion darüber, eine aktuelle Diskussion darüber, wie der ostasiatische Kapitalismus, der ökonomische Boom und der kapitalistische ökonomische Boom in Ostasien eigentlich entstanden ist und wie der zu erklären ist. Nach Weber hätte das eigentlich alles es gar nicht geben können. Nun gibt es aber eine Konfuzianismus-Hypothese, die sagt, der Konfuzianismus steht hinter allem. Anders als Weber hat der Konfuzianismus tatsächlich das Entscheidende, anders als Weber es gesehen hat, hat der Konfuzianismus tatsächlich das entscheidende Wertesystem gehabt, das als funktional sich erwiesen hat für die Herausbildung eines eigenständigen Kapitalismus in Ostasien. Damit ist Weber natürlich total widerlegt. Was man aber im gleichen Moment macht, dass man die Beschreibung dieses Wertesystems praktisch von Weber übernehmen kann. Das sind alles diese familistischen Werte, die jetzt plötzlich hinter dem ökonomischen Boom stehen sollen, für Weber die Werte der Blutsgemeinschaft, von denen jetzt gesagt wird, ja, das sind tatsächlich unsere Werte, nur die haben eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Dynamik, als du, Weber, gemeint hast. Und damit macht man aber einen sehr, sehr problematischen Schritt, denn man begibt sich in die Feier, ja, von Entwicklungen, oder man macht einen in doppeltem Sinne problematischen
Schritt. Man begibt sich in eine Feier hinein von Entwicklungen, die diese Feier eigentlich nicht verdienen, denn der chinesische Kapitalismus insbesondere hat etwas äußerst Rabiates und äußerst Zerstörerisches gehabt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite unterstreicht man oder unterschreibt man Befunde wie die Webers oder auch letztlich Hegels, die ich für sehr verhängnisvoll halte, weil dieser ganze Schematismus dazu führt, dass auf einer Seite die ökonomistische Modernisierung gefeiert wird und die politische Modernisierung verhindert wird. Und diese Blockade da, die ist ein sehr aktuelles Problem, und da muss man mit Weber, gegen Weber argumentieren. Das ist sehr komplex und kompliziert. Welcher Teil der Arbeit Max Webers hatte den größten Einfluss auf das Denken in seiner Zeit? Diese Frage kann ich nicht gut beantworten, denn dazu kenne ich die damalige Weber-Rezeption, also jetzt unter seiner Kollegenschaft, unter seinen Zeitgenossen, zu wenig. Aber sicherlich ist Weber einer der Begründer der Soziologie gewesen. Das ist sicherlich sein größter Einfluss in dieser Zeit, auch einer bestimmten Soziologie, der Verstehenden, wie er das genannt hat, methodisch sehr, sehr starker Einfluss. Was aber nun speziell diese China-Studie betrifft, da würde ich den Einfluss jetzt weniger in die Zeit direkt legen, sondern der kommt etwas später. Aber schon ziemlich früh, schon gleich nach seinem Tod, geht das los. Zum Beispiel interessanterweise in der sozialistischen Literatur. In der jungen Sowjetunion rezipiert man Weber, quasi so als eine Art bürgerlichen Marx, so hat das Löwit mal genannt. Also der ist denen schon interessant. Und in der Sinologie kommt der Einfluss erst sehr, sehr viel später. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Max Weber persönlich zu treffen, worüber würden Sie mit ihm sprechen wollen? Welche Frage würden Sie ihm stellen? Naja, ich würde ihn natürlich konfrontieren mit der weiteren ostasiatischen Geschichte, insbesondere der chinesischen Geschichte der letzten paar Jahrzehnte, was er davon hält. Weber hat ja ausgeschlossen, dass der Kapitalismus in Ostasien hätte entstehen können. Und das war eben ihm vorstellbar eben nur als ein Produkt der protestantischen Ethik, das ist ja alles bekannt, aber nicht einer Ethik wie der konfuzianischen oder der daoistischen. Weber hat aber nicht ausschließen wollen, dass der Kapitalismus einmal im Westen entstanden, dann in Ostasien sehr erfolgreich übernommen werden könne. Und er meinte sogar, dass der Chinese, wie er dann sagt, das noch sehr viel besser könne als der Japaner. Das hat er nicht ausschließen wollen. Und ich würde ihn natürlich fragen, ob das, was sich in Ostasien zugetragen hat, tatsächlich noch in diesem Rahmen erklärbar ist oder nicht. Das ist ja ausdrücklich dann von Eisenstadt und anderen in Frage gestellt worden. Und sie haben versucht, dann an dieser Stelle mit anderen Theorien zu arbeiten. Und ich würde ihn gerne konfrontieren, natürlich, mit ganz bestimmten Philosophien des antiken China und ihn fragen, warum er das eigentlich so interpretiert hat, wie er es interpretiert hat und warum nicht anders. Er kannte diese Dinge ja zum großen Teil zumindest über Übersetzungen. Es lagen viele Übersetzungen vor, zum Beispiel von Richard Wilhelm, die er auch nennt, an denen er sich aber gar nicht orientiert hat, sondern er hat ganz andere sinologische Informanten sich gewählt, die ihn nur auf diesen Weg bringen konnten, auf den er tatsächlich sich begeben wollte. Und mich würde doch interessieren, ob er bereit wäre, manches seiner Urteile zu revidieren, wenn man ihn anders nun mit der chinesischen Philosophie konfrontieren würde
als ihn zum Beispiel sein Hauptgewehrsmann, das ist der holländische Sinologe de Groot gewesen, als der ihn damit konfrontiert hat.